Willkommen im HDB Schweißshop. Heute möchte ich euch eins unserer Top-Angebote im HDB Schweißshop vorstellen. Ein sogenannter WIG-Inverter 200 Picotic DC. Wir gehen zuerst auf die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes ein. Wir gehen dann auf den Lieferumfang ein, die Steuerung und schweißen etwas vor. Das Set ist schweißbereit, beinhaltet einen Automatikhelm, Massekabel, Gasschlauch, Druckminder und natürlich einen WIG-Brenner in 4 Meter hochflexibel. Quasi absolut vollkommen einsatzbereit. Man sollte sich einfach nur noch Argongas vorbereiten. Und zwar habe ich hier einmal Schweißargon 4.6 zum Edelstahlschweißen vorbereitet. Ich will euch auch einmal kurz zeigen, das ist zwar ein kleiner Inverter, man kann damit aber durchaus schon einiges auch an dickeren Sachen erledigen. Also wir haben hier 8 mm dicke Bleche, die schweißen wir gleich einmal ohne Zusatz und einmal mit Zusatz. So, die besonderen Vorteile so eines Inverters sind die Leichtigkeit, 6,9 Kilo. Ich habe hier ein Drahtgurt, habe es immer mit dabei. Mein Schlauchpaket kann ich mir hier einmal drum wickeln. Ich könnte natürlich dazu auch einen Trolley bestellen, wo dann meine Gasflasche mit dabei wäre. Dort hätte ich meinen Zusatz, mein Werkzeug, alles dabei. Aber für jetzigen Einsatz haben wir einmal die Flasche und das Gerät einzeln ohne Trolley. So, die besonderen Vorteile, es ist wiederum sehr robust. Es hat ein Stahlgehäuse, Kunststoffverkleidung. Es ist halt, wie man das sieht, auch sehr gut verarbeitet. Made in Germany, EWM gibt bis zu 3 Jahre Garantie. Wir sehen hier, durch die Registrierung haben wir 3 Jahre Garantie und 5 Jahre auf Transformer und Rectifier. Das müsste ich schauen, was das genau bedeutet. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine volle 3 Jahre Garantie. Bei so einem Profi-Gerät haben wir natürlich auch eine ausführliche Betriebsanleitung dabei. Die habe ich auch hier. An der Betriebsanleitung. Dort werden alle Eigenschaften, Einstellungen, das Untermenü, Parameter, alles erklärt. Und das sollte man sich natürlich auch vorher ansehen. Alleine die Sicherheitsbestimmungen wären schon wichtig, dass man diese kennt. So, wir haben Gas hinten angeschlossen, Druckminderer an unserer Gasflasche. Wir haben unser Massekabel angeschlossen, wir haben unseren WIG-Brenner angeschlossen, Gasschlauch und die Steuerleitung für den Brenner. Man kann das auch nicht verkehrt machen. Hier gibt es sogar 2 Symbole, einmal für den WIG-Brenner und einmal für unseren Massekabel. Die Steuerung ist auch ganz einfach zu erklären, das sieht man auch. Ich stelle die mal etwas höher. Wir haben unsere typische Schweißrampe, die wir mit dieser 4-Pfeile-Taste durchgehen können. Hauptstrom, Zweitstrom in Prozent, Absenkzeit, Nachströmzeit. Es gibt noch ein Untermenü, in dem wir zum Beispiel die Gasvorströmzeit verstellen können. Darauf gehen wir aber ein anderes Mal ein. So, als nächstes haben wir noch unsere Modi, Elektrode-Modus, WIG-Modus, Zweitakt, Viertakt. Das kann ich hier verstellen. Das heißt, ich kann hier auch Elektrode-Modus wählen, Elektrode-Kabel anschließen und ganz normale Elektroden 3-2er verschweißen. Dann haben wir natürlich diese typische Störungsmeldung, Anzeige. Das heißt, wenn irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, würde sich das Gerät melden und uns das sagen. Wir haben hinten einmal den Einschalter und den Anschluss für den Fußfernregler. Beziehungsweise auch gibt es da einen Handfernregler. Alles im Zubehör in unserem HDB Schweißshop zu finden. Hier ist noch eine Erklärungskarte dabei, wie man die Wolframnadel anschleift, einsetzt und so weiter. Das lassen wir alles im Original, ist ein neues Gerät. So, wir haben jetzt für 8 mm dicke Edelstahlteile habe ich mir 159 Ampere vorgewählt. Das schweiße ich jetzt erstmal ohne Zusatz und dann mit Zusatz. So, alles ist eingestellt, Gas ist auf. Durchschlussmenge ist auch eingestellt. Wir können loslegen. So, das Angebot bei uns im HDB Schweißshop bekommt man circa das komplette Set inklusive Versand und allem drum und dran für 1.600 Euro. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie uns jederzeit schreiben. So, jetzt haben wir einmal das Werkstück vorbereitet, angeheftet, können wir alles loslegen. Also loslegen.
So, das war jetzt einmal ohne Zusatz. Da können wir die auch schon die feine Schuppung sehen. Ich würde mal sagen, ich hatte sogar ein bisschen zu viel Ampere. Das hätte man mit ein bisschen Ampere weniger schweißen können. Aber das passt soweit. Und jetzt einmal mit Zusatz. Noch etwas drauf bleiben, die Naht schützen, wunderbar. So, jetzt zeige ich euch das auch noch kurz. Ich hole am besten das Handy dazu. So, da war ein bisschen. Zu viel Wärme drin. Aber das ist, wenn man sich anschaut, 8 mm Edelstahl mit 159 Ampere. Man merkt durchaus, dass es eine hohe Einschaltdauer hat. Dadurch, wir haben jetzt, okay, nicht allzu lange geschweißt, aber wir haben immerhin mit 160 Ampere geschweißt und der Lüfter ist noch nicht mal angegangen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, halbe Stunde lang hier arbeiten würde, würde das Gerät noch nicht mal ausgehen, höchstens der Lüfter angehen und den Inverter kühlen. Das heißt, wir haben eine sehr gute Einschaltdauer. Ich müsste mir die genauen Daten jetzt mal ablesen. So, wir haben bei 100%, 100%, das ist die falsche. Wofür haben wir die Betriebsanleitung eigentlich? Ja? Da hätte ich mich etwas besser vorbereiten können, aber hier können wir das sofort sehen. Also wir haben bei Umgehungstemperatur von 40 Grad haben wir bei 100% 120 Ampere, bei 60% haben wir 150 Ampere und bei 35% haben wir die volle Leistung, also das heißt 35% 200 Ampere. Also der kann schon einiges. Im nächsten Bericht können wir gerne auch mal Elektrode damit schweißen, uns das Untermenü ansehen und ja, dann werde ich auch einige Zuschauerfragen beantworten, die ich per E-Mail bekomme.